Herzlich willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog. Und zwar geht's für mich heute zum ersten Mal in dieser Saison zu einem Zweitligaspiel. Und zwar zum ersten FC Nürnberg gegen Hannover 96. Und da hole ich gleich wieder einen Brudi ab, mit dem ich heute zusammen erstmal ein bisschen Nürnberg erkunden werde. Und Clubstadion war ich ja sogar schon mal. Ist aber schon einige Jahre her. Schön wieder über die A3 hergetuckert. Und jetzt hole ich meinen Kollegen am Bahnhof ab. Ja, mal schauen, wen ich heute für euch dabei habe. Erste Legenden Klubberer Absteige, der grüne Baum. Und hier schon der Hintereingang zum Nürnberger Hauptbahnhof mit einem schönen Park davor, der noch gar nicht so alt ist. Ah, da ist er schon. Und wen haben wir da? Logisch, den Flo. Servus. Und jetzt geht's erstmal ab in die City. Hier am wunderschönen Nürnberger Bahnhofsgebäude. Pizzasnack. 8 von 10. Ja, ja. Vom Bahnhof gleich in die Innenstadt, in den Handwerkerhof. Und rein mit uns. Und ein wunderschöner Blick in den Handwerkerhof Nürnberg. Dann steppen wir mal durch. Und was hier so raussticht vom Handwerkerhof, das ist der Frauentorturm. Aber auch richtig schön urig hier. Der Handwerkerhof ist eine mittelalterliche Hofanlage mit traditionellen Handwerksläden und rustikalen Restaurants. Und die Sonne kommt sogar raus. Sehr schön. Und ab in die Altstadt. Auf in die Altstadt, Flo. Neben dem Handwerkerhof geht es auch ganz lang in die Stadtmauer entlang. Und da kommt man dann auch irgendwann ins Rotlichtmilieu. Und weiter durch die Altstadt. Und die ersten Hannover-Fans hinter uns, die wir gesehen haben. Nürnberg ist ja die fränkische Metropolregion schlechthin mit über 500.000 Einwohnern und einem richtig schönen altfränkischen Stadtbild. Hier am Hallplatz das zentrale Denkmal für Flucht und Verteidigung von 1945. Und da geht's dann gleich Richtung Lorenzkirche. Na, ich hoffe, man kann uns verstehen bei dem Glockengeläute. Und Nürnberg auch, die einzige fränkische Stadt mit einer U-Bahn. Gleich 10 Uhr früh, also Gottesdienst, deswegen schaue ich nochmal ganz schnell rein für einen kleinen Innentake. Und der Blick hinein. Ihr seht hier ein Tastrelief der Lorenzkirche, damit Blinde auch sehen können, wie die Kirche aussieht. Echt eine richtig schöne Idee und auch schon echt älter. Und hier nochmal der Blick von vorne auf die Lorenzkirche. Ihr schon drinnen gesehen habt, richtig riesig und mega beeindruckend. Hier nochmal ein kleines Panorama von der Lorenzkirche und ja, wie ihr drinnen gesehen habt, auch wieder schöner gotischer Baustil. Dann kämpfen wir uns mal weiter durch die Innenstadt. In Nürnberg bin ich tatsächlich ziemlich oft, weil ich Donnerstag und Freitag unter anderem Erlangen arbeite und auch oft viele Freunde, die ich in Nürnberg habe, besuche. Und deswegen war ich schon wirklich sehr oft hier auch in der Altstadt. Und natürlich gibt es wie immer den Faktencheck. Und zwar warten beide Mannschaften noch am zweiten Spieltag auf ihren ersten Bundesligasieg. Hannover ist mit einem Unentschieden gegen Elversberg gestartet und Nürnberg hat bei Hansa Rostock leider verloren. Deswegen sind wir gespannt. Und wir laufen weiter über die Museumsbrücke. Durch Nürnberg fließt ja die Pegnitz und hier sehen wir auch ein sehr berühmtes Bauwerk und zwar das Heilig-Geist-Spital. Das Heilig-Geist-Spital war die größte städtische Einrichtung zur Versorgung von Kranken und Alten in der Reichsstadt damals. Und auf der anderen Seite von der Museumsbrücke ein Blick auf die Fleischbrücke. Und nach der Museumsbrücke der Blick auf das Narrenschiff. Und gleich sind wir schon im Zentrum in Nürnberg. Und zwar sind wir am Nürnberger Hauptmarkt angekommen. Woo! Hier am Nürnberger Hauptmarkt ist auch jährlich im Winter der berühmteste Christkindlmarkt in ganz Deutschland. Und da war ich auch schon ein paar Mal zu Gast. Hier am Hauptmarkt am schönen Brunnen hat uns jetzt doch der Regen überrascht. Deswegen müssen wir jetzt mal kurz warten, bis es besser wird. Und auch hier am Hauptmarkt zu sehen, die bedeutendste Kirche in Nürnberg, und zwar die Frauenkirche. Dort eröffnet jedes Jahr das Christkindl den Christkindlmarkt. Genau da am Balkon steht dann das Christkind. Dann gucken wir mal, ob ein Blick in die Frauenkirche möglich ist. Und Trommelwirbel. Oh, schade. Und auch hier gleich das Rathaus am Hauptmarkt. Am schönen Brunnen sind zwei Ringe zu finden, ein schwarzer und ein goldener. Und viele Touris denken, der goldene bringt Glück, dabei ist es der schwarze. Findest du irgendwas Ringmäßiges? Ja, in manchen ist ein goldener Ring dran, aber ich weiß nicht, was der gemeint ist. Mit den Ringen hier sind wir jetzt ein bisschen planlos. Aber ihr könnt uns helfen, schreibt uns mal in die Kommentare, was es mit den Ringen auf sich hat. Dann müssen wir es nicht nachgucken. Ja, auf eine Kutschenfahrt hat der Flo nicht so Bock. Ich aber auch nicht. Dann laufen wir mal weiter.
Anpfiff ist ja schon um 13.30 Uhr, das heißt, wir werden euch auch nur einen Bruchteil erstmal der Stadt vorstellen. Aber weil es die Entfernung eben zulässt, wird es auch nicht unser einziger Nürnberg-Vlog bleiben. Hier am Hauptmarkt schließt gleich der Rathausplatz an, mit einem wunderschönen Blick auf die Kirche St. Sebald. Und vor der Kirche St. Sebald noch das berühmte Bratwursthäusle. Ich meine, für viele, die es noch nicht wissen, Nürnberg ist ja auch mega berühmt für die Nürnberger Bratwürste. Ich denke, da gönnt sich der Flo später noch ein paar. Oder Flo? Jawohl. Heute nicht so das Draußensitzwetter. Und vom Rathausplatz habt ihr ja schon auch ein paar erste Eindrücke vom alten Nürnberger Rathaus gesehen. Auch richtig schön architektonisch. Und der Sebalder Platz, genau neben dem Rathausplatz. Mal schauen, ob wir hier auch hier einen Blick in die Kirche reinwerfen können. Schöne fränkische Altstadt, Flo, oder? Yes. Und ein Blick hinein in die Kirche St. Ebald. Oh, war gerade Gottesdienst drin. Vielleicht später nochmal. Und jetzt geht's tatsächlich schon Richtung Kaiserburg. Am berühmten Albrecht-Dürer-Platz vorbei. Hier ist auch ein Eingang zu den berühmten historischen Felsengängen. Aber die heben wir uns mal für einen anderen Vlog auf. Denn jetzt ruft die Kaiserburg. Mensch, Flo, jetzt bin ich schon fast jede Woche hier und fühle mich trotzdem noch wie ein Touri. Gleich mal hier an der Stickerwall verewigt. Natürlich etliche Clubsticker, wie überall in der Stadt verteilt. Und hier geht's zum berühmten Waffenschmied. Und hier haben wir schon den Burgaufstieg nach oben. Ging jetzt echt schneller als gedacht. Hier kleine Map von der Altstadt. Flo, wie sind wir gelaufen? Hier beim Handwerkerhof, durch die Königstraße an der Lorenzkirche vorbei. Ja. Über den Hauptmarkt am Rathaus und St. Sebald vorbei. Hier zur Burg. Und jetzt geht's hoch. Ja, hier nochmal eine schöne Aussicht aufs Rathaus, aufs Alte. Ja, hier ist gerade richtig wenig los, wie ihr seht. Und der Eingang zur Kaiserburg Nürnberg. Ja, hier war ich auch schon ein paar Mal oben. Richtig schöner Burginnenhof. Hier geht's noch weiter in das Innere der Burg. Aber dafür müsste man Eintritt zahlen. Eine Burgführung von innen drin gibt's ja vielleicht mal in einem anderen Vlog. Jetzt geht's aber erstmal zum Aussichtsspot. Schön fachwerkig alles hier oben. Und jetzt dürft ihr gleich staunen. Das Nürnberger Stadtpanorama von der Burg aus. Da hinten sieht man sogar schon die Flutlichter vom Max-Morlock-Stadion. Dann gehen wir gleich weiter, die Lorenzkirche und die Kirche St. Sebald. Und eins weiter, ganz da hinten sieht man den Nürnberger Fernsehturm. Ein wunderschönes Nürnberger Stadtpanorama. Dann erkunden wir noch ein bisschen den Burginnenhof. Und Flo, taugt's dir? Natürlich. Und hier am Fünfeckturm oben bei der Burg sogar eine Jugendherberge. Noch ein kleiner Schlenker durch den Burggarten. Ein kleiner Innenhof im Burggarten. Und da kann man neben die Stadtmauern blicken. Vor ein paar Wochen war das Nürnberger Burgfest. Da waren die ganze Stadtmauer entlang verschiedene Brauereien aufgebaut. Und da hat man sich ein paar Bierle gegönnt. Dann ziehen wir mal weiter. Und noch schnell in einen schönen Blumengarten. Flo hat schon den Blick langsam auf die Zeit, damit wir euch auch noch was vom Stadion präsentieren können. Und definitiv bis jetzt der schönste Teil des Burggartens. Richtig schön angelegte Beete. Und gleich wieder zurück Richtung Burginnenhof. Da kann man echt nur ein ganzes Stück entlang laufen. Aber langsam wieder zurück. Der Regen hat uns auch wieder. Hier späht man wieder auf den Albrecht-Dürer-Platz. Und für uns geht's jetzt wieder runter. Auf Wiedersehen, du schöne Kaiserburg. Auch wieder ein schöner Turm an der Stadtmauer, der Tiergärtner-Torturm. Der TTT. Der historische Kunstbunker, bestimmt auch ein Blick wert. Und dann sind wir auch schon am Albrecht-Dürer-Haus. Ah, Fehlinfo, hier sind wir nur zum Albrecht-Dürer-Haus. Das Albrecht-Dürer-Haus ist genau da vorne. Und hier haben wir den Hasen und die Maus. Einfach wirklich eine richtig, richtig wunderschöne historische Altstadt. Da kann man nichts sagen. Und auch richtig viele urige Cafés überall verteilt. Und das Albrecht-Dürer-Haus. Ab 1509 arbeitete und wohnte Albrecht Dürer in diesem wunderschönen Fachwerkhaus für fast 20 Jahre. Hier die Albrecht-Dürer-Straße entlang. Stadtmauer könnte man auch ewig lang entlang laufen. Und Flo, wollen wir hier eine WG aufmachen? Und weiter geht's.
Und jetzt sind wir gerade auf dem Weg zu einer der schönsten Straßen in Nürnberg, die Weißgerberer Gasse. Und warum die so schön ist, ist, weil die nach dem Zweiten Weltkrieg noch fast vollständig erhalten war. Na, da sind wir mal gespannt. Und hier sind wir am Beginn der Weißgerberer Gasse. Und dafür. Und hier schon ein Highlight der Weißgerberer Gasse. Richtig nice. Mal schauen, was die Straße noch zu bieten hat. Wow! Hier wird es ja richtig nice. Also das ist definitiv ein Highlight. Richtig, richtig geil. Aber jetzt geht's schon langsam Richtung Bahnhof und Stadion. Durch die City mit dem Flori. Lalalala. Und am Maxplatz geht's natürlich über die Maxbrücke. Und wieder der Walk über die Pegnitz. Und da hinten auch richtig nice. Gehen wir auch gleich nochmal rüber. Und auf über den Henkersteg. Yay! Woo. Passend dazu natürlich das Henkerhaus. Safe auch mal ein Blick wert, das Nürnberger Bratwurstmuseum. Und entlang der Straße Trödelmarkt. Und hier der nächste Brückenübergang, und zwar die Karlsbrücke. Aber wir orientieren uns gerade wieder Richtung Fleischbrücke. Hier unten habe ich bei schönem Wetter auch schon mal flaniert. Und hier wieder back an der Fleischbrücke, die wir vorhin von der Museumsbrücke aus gesehen haben. Und an der Fleischbrücke das berühmte Ochsenportal, das auch gleich wieder zum Hauptmarkt führt. Jawohl. Und weiter geht's hoch. Wir sind gerade auf dem Weg zur Straße der Menschenrechte. Nürnberg ja auch früher ein Zentrum des Nationalsozialismus. Und deswegen suchen wir jetzt mal die Straße auf, die auch so ein bisschen daran erinnert. Jawohl, da hinten wieder die Lorenzkirche. Und hier sind wir an der Straße der Menschenrechte angekommen. Soll natürlich auch zeigen, dass hier in Nürnberg für die Menschenrechte eingestanden wird, wie es leider nicht überall auf der Welt selbstverständlich ist. Hier sind 30 Säulen, die stehen für die 30 Artikel der Menschenrechte und die stehen einmal immer auf Deutsch da und dann immer auch in einer anderen Sprache. Richtig beeindruckend. Gleich daran angrenzend auch das Germanische Nationalmuseum. In dem Museum sehr viel Kulturgut von früher zu finden. Und da hinten sieht man noch einen Baum hinter den Säulen. Der steht für die restlichen Sprachen, die keinen Platz mehr auf den Säulen gefunden haben. So, und jetzt langsam wieder Richtung Bahnhof. Noch Ergänzungen zum Germanischen Nationalmuseum. Ist quasi eine Zeitreise durch über 600.000 Jahre deutsche Geschichte und mega zu empfehlen. Und so wie hier unten kann man fast die komplette Stadtmauer herumflanieren. Auch richtig cool zum Spazieren gehen. Und nicht mehr genau innerhalb der Altstadt, aber auch richtig schön das Nürnberger Opernhaus. Und jetzt geht's aber zack Richtung Bahnhof. Und auf Richtung Max-Morlock-Stadion. Wir sind vorbereitet. Und auf geht's. Flo mit der fränkischen Fankultur vertreten. Love it. Sehr schön. Flo, bist du heiß? Natürlich. Yeah. Und hier auf der Rennstrecke Norrisring. DTM. Und hier neben dem Stadion auch noch was vom Nationalsozialismus übrig gebliebenes, und zwar das Aufmarschgelände. Crazy. Und da haben wir dann schon das Max-Morlock-Stadion. Max-Morlock-Stadion, ehemals Frankenstadion. Oder Easy-Credit-Stadion. Brauchen wir aber nicht, gell? Auf zum ersten Clubheimspiel in dieser Saison. Das erste Clubheimspiel der Saison, das heißt zuschauertechnisch, müsste halt eigentlich auch ganz gut besucht sein. Und hinter uns das altehrwürdige Max-Morlock-Stadion. Jetzt noch die Prediction. Ich als Franke sage heute, es wird ein schönes 2:1 für den ersten FC Nürnberg und die ersten 3 Punkte in dieser Saison. Ich denke, nachdem beide schlecht gestartet sind, der Club macht es mit 1:0. Okay, wir sind gespannt. Und rein geht's. Und der erste Blick aufs Stadiongelände. Jetzt noch Fan-Utensilien für mich kaufen, gell? Traditionsgemäß, fantechnisch eingedeckt. Jetzt kann es weitergehen. Und noch das schöne Stadionbierchen davor natürlich. Und Bierstand an Bierstand, Imbiss an Imbiss. Auf geht's, Flo, wir sind spät dran. Und der erste Blick ins Max-Morlock-Stadion. Richtig geil. Insgesamt 50.000 Leute passen hier rein. Aufs Spiel, Flo. 3 im Weckle, so wie sie es gehört.
11 und 10 natürlich. 11 und 10. Sehr geil. Und hier die Aufstellung von Hannover 96. Kieler Weltmeister, natürlich klar, noch ein Begriff. Halstenberg ja auch zurückgekommen nach Hannover, beziehungsweise war das ein Wunschverein. Ja, viele bekannte Leute auf jeden Fall. Und da unten haben wir die Klubberer Ultras, die Fankurve Nordkurve. Und da hinten die mitgereisten Fans aus Hannover. Definitiv Erstliganiveau, der ganze Laden hier. Richtig geil. 10 Minuten noch bis Anpfiff. Jetzt! Unser Kapitän trägt die 22 im Eisen. Und bist du heiß, Flo? Natürlich. Ja, los. Und alle stehen auf für die Hymne. Geile Choreo vorbereitet. Flo in seinem Element. Jetzt geht's los. Richtig was geboten. Erstes Heimspiel. Let's go! Noch eine Schweigeminute für eine verstorbene Clublegende. Und da haben wir die Clubaufstellung nochmal zusammengefasst. Mit Geisterlegende. Martenia wieder im Tor. Enrico Valentini als Capitano. Let's go! Und Anstoß Hannover. Let's go! Na, beide Fanlager noch still. Auch die mitgereisten Hannover-Anhänger. Und erste Ecke für den Club. Und geht da was los. Und, oh, na, da liegt nur einer. Und das gleiche nochmal. Erste dicke Clubchance. Jetzt weg. Oh je. Wie bitter. Torwart spielt den Ball zum eigenen Mann, der verliert ihn und dann wird er gleich im Strafraum umgehauen. Klarer Elber. Alle Fans sind voll am Eskalieren. Und Elfmeter für Hannover. Au. Ganz sicher. 1-0 für Hannover. 0,0 angedeutet. Und dann auch noch Cedric Teucher, der Ex-Klubberer, als Torschütze. Wie bitter. Flo's Tipp schon wieder im Eimer. Schade. Da ist der Experte. Na, bei Freistoß, schade. Und die Clubfans zahlen auf. Und nächster Standard. Vielleicht noch ein Nachschlag. Und. Mach dich doch! Und. Gut. Der Kämpfer in den Fliegen. Einfach geil. Nürnberger Fankultur Premium. Ball da raus jetzt. Und er treibt keinen Elfmeter. Und er treibt noch Elfmeter. No. Klubberer. Wird das Nummer 2. Ja. Gleiche Ecke. Und ganz leicht waren die Hannover Fans jetzt auch mal zu hören. Aber sonst, ja, von hier aus dem Nürnberger Block sowieso nicht. Props an die Nordkurve. Richtig geil. Beide Tipps schon für den Arschflo, gell? Und jetzt vielleicht über außen. Und. Schade. Mein Highlight heute wird jetzt. Jetzt müsste Schiri abweiten, genau. Halbzeit. Ja, Halbzeit 0-2 für Hannover. Der Club hat sich zweimal dumm angestellt im Strafraum, Flo, ne? Ja.
aber gut, was soll man machen? Jetzt hoffen wir noch auf die zweite Halbzeit, vielleicht kommt der Club ja nochmal zurück. Und kurze Halbzeit-Break. Das Stadion erstligatauglich, das Spiel leider noch nicht. Durch den schönen Sommerregen zum Biernachschub. Großes, altehrwürdiges Clubgelände. Abfahrt. Und Anpfiff, zweite Halbzeit. Los. Der Club will es nochmal wissen. Vier Wechsel auf einmal. Jetzt ist aber richtig laut. Und. Oh, was für ein knappes Ding. Und Konter für Hannover. Hannover wird abgeblockt. Und der Standschuss. Oh. Ach, come on, Flo. 60. Minute, da muss doch jetzt mal was gehen. 63. Minute, Wechselkontingent ausgeschöpft. Der Club darf nicht mehr wechseln. Jetzt darf aber auch nichts mehr passieren. Nichts vergessen, die Fanfreundschaft von Nürnberg mit Schalke 04. 30.000 für ein Zweitligaspiel. Richtig, richtig nice. Und jetzt vielleicht mal. Komm. Jawohl! Da ist der Anschlusstreffer. Flo, jetzt ist noch was drin. Ja! Oh, da kommt der Karton für die Schwalbe. Und ja. Komm! Und. Na, weg. Mensch, Flo, ich bin heute richtig Nürnberg gehypt hier im Block. Nichts gegen Hannover natürlich. Meter für Nürnberg. Gezupft und gezogen, schon außerhalb des Strafraums. Dann drinnen holt er den Elfer raus. Flo! Auf geht's, Nürnberg schießt ein Tor. Schießt ein Tor. Oh no. Jetzt rennt er zum Videoref, wird nochmal kontrolliert. Der Assistent kommt mit dazu, berät mit, über eine 1-2 Minuten schon. Und sie haben sich entschieden. Okay, jetzt wird nochmal diskutiert. Und Elfmeter. Alter Flo, ey, da machen wir heute wieder was mit, gell? Okay, und wird das der Ausgleich? Und das Stadion eskaliert. Das ist das 2-2. 9 Minuten gibt es oben drauf. Oh. Ein Hin- und Her-Grad, leck mich am Arsch. Und Abpfiff, Spiel ist vorbei. Mensch, Flo. Richtig starke zweite Halbzeit nochmal gekämpft. Das 2-2 verdient. Spricht alles für sich. Richtig, richtig geile Fans einfach. Gegen die Nürnberger Fankultur kann man absolut nichts sagen. Die Hannoveraner steppen auch nochmal zu ihren Fans, die noch übrig geblieben sind. Und da strömen die 30.000 Leute nach Hause. Abfahrt. Alter Flo, wieso habe ich nicht heute schon wieder 2-2 getippt? Du weißt, du tust es immer. Ja, ärgerlich. Und nochmal ein Walk durch das Aufmarschgelände. Die Legende lebt, auch die Zeit vergeht, unser Club. Ja, so schnell kommen wir eh nicht in den Zug rein, deswegen haben wir gedacht, nutzen wir die Zeit und laufen noch ein bisschen das Gelände ab. Mit ein wenig Historie verbunden. Da oben drauf war ein ganz großes Hakenkreuz, das direkt nach dem Zweiten Weltkrieg noch gesprengt wurde. Das hier wird wohl die Rednerbühne gewesen sein. Noch ein kleiner Walk über das Aufmarschgelände inklusive der Zeppelin-Tribüne. Haben wir uns noch ein paar Informationen eingeholt. Und jetzt geht's langsam zurück mit dem Zug in die Altstadt und da kehren wir dann noch ein und essen was Feines. Und neben dem Max-Morlock-Stadion noch die Halle für die Nürnberg Ice Tigers.
Arena Nürnberger Versicherung. Und wieder auf Richtung Altstadt. So, jetzt erstmal schön Burger essen gehen. Der Wurstdurst, Flo, oder? Der packt dich auch manchmal. Kleiner Fact am Rande, wir sind hier in der Klarergasse und einmal im Jahr ist in Nürnberg das Klarergassenfestival im Sommer, wo links und rechts überall Stände sind, Partys sind, die Bars offen haben und Live-Mucke gespielt wird. Burger, Burger. So, dann wird jetzt erstmal Fettburger geschlemmt, Flo. Na, da bin ich mal gespannt, Flo, hier, dein Hähnchenburger. Na Flo, was sagt dein Burgerbarometer? Sehr geil, 8,5 von 10. Sehr nice. Love it. Ja, mein veganer Burger hier, Erbsenproteine, auch auf jeden Fall eine 8,5 von 10. Mm. So, nach dem delikaten Burger setzen der Flo und ich jetzt zu unserem letzten, circa einstündigen Stadtspaziergang an. Vor dem Spiel haben wir eher den Westen von der Altstadt abgeklappert, beziehungsweise auch das Zentrum. Und jetzt schauen wir nochmal weiter östlich davon. Da das Bratwurströslein. Ja, wenn wir vorhin schon beim Hasen waren, dann dürfen wir natürlich auch das schlafende Nashorn nicht vergessen. Hier am Ägidienplatz laufen wir jetzt nochmal hoch zu einer Church. Und am Ägidienplatz natürlich die Ägidienkirche. Und natürlich der klassische Blick von innen. Die einzige Barockkirche in Nürnberg. Aber gar nicht so krass prunkvoll. Und daneben gleich das Pellerhaus mit dem Museum für Brettspiele. Hier das Tucher Schlossmuseum, ein Hausmuseum einer Villa aus dem 16. Jahrhundert. Und auf dem Weg zurück der Laufer Schlagturm. Mit der Club-Fan-Kultur haben wir heute mal wieder richtig, richtig nice Fußballkultur erlebt. Leider nicht auf der Hannoveraner Seite. Mai, vielleicht sehen wir die Hannover-Fans nochmal wann anders, wenn die auch mal mit ein paar mehr Leuten am Start sind. Jetzt sind wir wieder auf dem Weg Richtung Pegnitz und hier sieht man das Heilig-Geist-Spital nochmal, das wir ganz am Anfang, wo wir vom Vlog über die Pegnitz auch schon gesehen haben. Nochmal ein schönes Altstadtbild über die Spitalbrücke. Die vordere Inselschütt, und zwar handelt es sich hier um einen Inselnamen, weil die Pegnitz hier kurzzeitig in zwei Flussabschnitte getrennt ist und hier dieses Land umschließt. In dem Häuschen kann man auch schön auf der Pegnitz flanieren. Und weg Richtung Bahnhof. Nochmal schön an der Pegnitz entlang. Genau am Spital entlang sind wir wieder gelaufen. Und da sieht man auch die Spitalapotheke. Und hier nochmal die Brücke, die Museumbrücke. Und ein letztes Mal durch die Königstor-Passage zum Bahnhof. Das war's mit dem Stadion-Vlog für heute. Nürnberg 2, Hannover 2 und wir verabschieden uns. Der Flo fährt jetzt weiter hier am Bahnhof mit dem Zug nach Fürstenfeldbruck. Und für mich geht es gleich mit dem Auto wieder nach Würzburg.